So, Tag 6 der Kälte-Challenge. Ihr seht, das Wetter hat sich ein bisschen verschlechtert. Wolken, aber es bleibt trocken, es ist kein Wind, kein Sturm. Alles super. Dann wollen wir ins Wasser gehen. Ach ja, die Videoqualität ist heute ein bisschen schlechter, weil ich vergessen habe, mein neues Handy zu laden. Und ich gehe heute mal die 10 bis 12, 15 Minuten an. Mal schauen, wie es mir danach geht. Bis später, ciao. So, da bin ich wieder. Heute habe ich es mal mit 13 Minuten ausprobiert. Im Moment fühlt sich alles ganz gut an, bis auf wie immer die Füße. Robbe hat sich heute nicht sehen lassen. Und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und mich ein bisschen aufwärmen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. Manchmal stelle ich mir auch so die Frage nach dem Sinn. Warum mache ich das eigentlich? Ja, das eine ist, weil ich es kann. Und das andere ist, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, dass ich glaube, dass wir Menschen uns zu sehr von diesen Unterschieden in Temperaturen entfernt haben. Wir steigen ins Auto ein, das ist die Heizung ist an, wir haben dicke Jacken an, wir kennen es gar nicht mehr, dass der Körper auch mal kalt wird. Das war früher anders. Also von daher glaube ich, dass ich damit meinen Körper wieder ein bisschen trainieren kann, diese Unterschiede zwischen warm und kalt hinzukriegen.